Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem nicht mehr wirklich wunderschönen Seeland. Im heutigen Video geht es um Müll und Leute, wir müssen reden. Richtig, wir müssen reden über Alubüchsen im Feuer. Leute, das ist eine saublöde Idee. Alubüchsen brennen nicht. Nein, damit könnt ihr kein Feuer machen, es geht nicht. Ganz im Gegenteil. Okay, wenn ihr genug Hitze habt, dann schmilzt das Aluminium vielleicht einigermaßen zusammen, wenn ihr Glück habt. Aber es ist doch wegen dem nicht weg. Ganz im Gegenteil, Leute. Das Aluminium ist immer noch da. Einfach in einer anderen Form. So, was passiert jetzt also, wenn wir so eine schöne Aluminiumdose aufs Feuer schmeißen? Wenn ihr Glück habt, schmilzt das Aluminium und ja, ihr seht es dann halt einfach nicht mehr. Okay. Und wenn ihr es schafft, so richtige Glut anzubringen und richtige Temperaturen, ja, über 1000 Grad oder so, dann, dann verschwindet das Aluminium tatsächlich. Es wird nämlich dann gasförmig. Sein dritten Aggregatzustand. Und das wunderschöne gasförmige Aluminium, liebe Leute, das atmet ihr ein, während ihr hier gemütlich am Feuerli hockt, euch ein Alu hier ganz zufrieden vor sich hin köchelt, atmet ihr Aluminium ein. Und der Körper kann Aluminium nicht abbauen. Also jedes bisschen Aluminium, das ihr aufgenommen habt, bleibt das Leben lang in eurem Körper drin. Schöne Sache. Ja, schön ist eigentlich, dass ihr ein bisschen früher sterbt und die Natur nicht weiter verschmutzen könnt. Aber wobei, das sind ja Sondermüll und man hat wieder ein Problem mit euch. Tja, okay, jetzt kommt die Sonne doch noch ein bisschen führen, weil ich glaube, die Sonne hat Freude, dass ich hier das Video gerade produziere. Vor allem, ihr habt ja den Müll hier habt ihr ja angeschleppt. Das ist ja nicht hier auf dem Baum gewachsen. Oder Bierbaum? Nein, ich sehe keinen Bierbaum. Also, irgendjemand hat es angeschleppt. Und dann kann man den Scheiß doch wieder mit heimnehmen. Und wisst ihr, was das Krasseste ist an dieser ganzen Scheiße? Wisst ihr, was mich wirklich richtig aufregt und richtig hässig macht? Ich zeige es euch. Also, hier Müll. Und genau dort, keine verfickten 10 Meter entfernt, ist ein scheiß Müllkübel, wo ihr diesen Scheiß reinrühren könnt. Ja, so sieht es aus, liebe Leute. Ich zeige es euch, wie es geht. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr ja nicht, wie man das macht. Man nimmt sich hier so eine Dose. So. Mit dieser Dose geht man dann zum Kübel. Genau. Und. Man muss noch nicht einmal her schauen. Schmeißt sie einfach rein. So einfach ist das, Leute. So einfach. Dann gibt es noch etwas, was wir überlegen müssen. So eine Dose hier. Hier, so eine. Die hat aussen dran einen Haufen Farbstoff und andere gesundheitsfördernde Sachen. Also richtig eine feine, feine Sache. Und weil ich mich gerade so wunderbar am Aufregen bin, möchte ich euch hier noch etwas anderes zeigen. Leute, hier ausgewaschene Hundefutter- und Katzenfutterbüchsen. Wieso schleppt ihr die von daheim hier her, anstatt sie in die normale Sammelstelle zu bringen? Die ist übrigens gerade vorne. Hier. Dort. Keine 500 Meter von hier ist eine Sammelstelle für Altmetall. Jawohl, ist dort. Da kann man doch das Zeug reinschmeissen. Weil gerade Metall. Ja, alle Ressourcen auf unserem Planet sind begrenzt. Die gibt es nicht unendlich. Wir haben eine gewisse Menge Gold. Wir haben eine gewisse Menge Eisen. Ah, gut, wir haben sehr, sehr viel Kohlenstoff. Ja, okay, von dem haben wir wirklich viel. Aber die restlichen Ressourcen, die sind stark begrenzt. Die muss man doch schützen. Däpsi.
Hä, regst du dich nicht auf? Ja, gell, das sind die blöde Scheiben da. Ja, gell, das sind die blöde Scheiben da. Ja. Ach, Leute, was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Wie seht ihr da? Tragt ihr auch euren Müll in die Natur raus, um es dann in einen Kübel zu schmeissen, wo die Gemeinde lieber Weiss zur Verfügung gestellt hat? Im Gegenteil, in vielen anderen Gemeinden, die räumen alle ihre Kübel weg. Im Bus innen findet ihr keinen Kübel mehr. Im Zug innen, das Gleiche. Und warum ist das? Genau, wegen so Idioten, die ihren Müll von den Heimen mitnehmen, um es dann dort irgendwo vorzurühren. Und zwar Müll, wo man gratis, kostenlos, unentgeltlich kann go entsorgen. Sagen Sie da? Ja, kann man. Man kann es entsorgen. Und unser Hund regt sich mit auf. Bevor ich jetzt den Herzkasper noch bekomme, chille ich wieder ein bisschen. Der Müll ist entsorgt. Ja, mir geht es besser. Ja. Ja. Ah ja, falls ihr Raucher seid, wie ich einer bin, rührt doch auch eure Stümmel nicht einfach am Boden ab. Nehmt ein kleines Druckchen irgendetwas mit, tun es dort rein. Natur und Tier danken es euch. So, das soll es an dieser Stelle mit dem Video schon wieder gewesen sein. Gesagt ist, was notwendig ist. Und denkt doch einfach mal ein bisschen darüber nach. Ja, wenn mir das Video gefallen hat, ich glaube, das Video ist etwas, das keinem so wirklich gefallen hat. Aber wenn ihr auch der Meinung seid, dass der Müll nichts in der Natur verloren hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr Drecksäu sind und euren Müll überall rumliegen lasst, dann Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Videos von meinem Kanal sehen wollt, dann gerne ein Abo da lassen. Leute, wir sehen uns. Ciao zusammen.